durchgezogen hatte. Da musste ich mich zweites Mal pieks. Over. Das hat sich angefühlt wie in einem Fahrstuhl, aber der Fahrstuhl wurde immer schneller, 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 schneller. Das hat gar nicht mehr aufgehört, schneller zu werden. Das war ein unglaublich tolles Gefühl. Also so wie in einem Sportwagen zu sitzen, der dann einfach mit Volldampf losfährt und dann nicht mehr aufhört zu beschleunigen. Und nach 10 Minuten war es dann vorbei. Der Mann am Weltall. Over. Ah, das war ein unglaublich tolles Gefühl, zu schweben wie ein Schmetterling, sich dabei gar nicht anzustrengen. Und ich glaube, ich habe da nur noch gegrinst und war so glücklich. Das sieht man auf den Bildern. Over. Also nach dem ersten Mal hier oben anzukommen, da hatte man so viel Adrenalin von dem Raketenstart im Blut und im Körper. Und als ich dann irgendwann in meine Kabine eingestiegen bin, da war ich so müde und habe die Augen zugemacht. Ich habe super gut geschlafen. Schwerelosigkeit schläft man viel, viel besser als im Bett. Also ich zumindest. Over it. Also ich wäre wahrscheinlich gerne bei Apollo 17 dabei gewesen. Das war ja die letzte Mondmission und die waren am längsten auf dem Mond und haben am weitesten die Gegend erkundet. Die hatten auch einen professionellen Geologen dabei. Also das war, glaube ich, die wissenschaftlich spannendste Mission. Und ich denke, die nächste Mission wird genau dort weitermachen, wo die damals aufgehört haben, vor 50 Jahren. Over. Also ich vermisse hier eigentlich sehr wenig. Aber gut, wenn ich mir drei Dinge aussuchen darf, ist es natürlich meine Freunde, meine Familie, dann natürlich frisches Essen und eine ordentliche Dusche wäre auch nicht schlecht. Over. Wir haben jedes Wochenende haben wir zweimal WG-Abend. Einmal essen wir zusammen und das andere Mal haben wir einen Filmabend, wo wir dann zusammen einen Videofilm schauen. Over. Das Schwierigste kommt hoffentlich noch, das wird ein Außenbordeinsatz sein. Da hoffe ich sehr drauf. Ist mir auch nicht 100% garantiert, aber das wird dann natürlich ganz spannend. Das wird so die Krönung der Mission sein. Over. Wir fliegen hier nach der englischen Zeit und von daher arbeiten wir auch genau nach der englischen Zeit und mein Biorhythmus ist wie auf der Erde, mit einer Stunde versetzt. Ja, wir sehen halt, dass die Sonne auf und unter geht, aber das stört uns ja normalerweise nicht bei der Arbeit, weil hier in den Modulen haben wir sehr wenige Fenster und wir sehen eigentlich nur die Aufgänge, wenn wir da in die Cupola fliegen. Over. Simon ist noch in Experimentierphase, aber wenn der mal fertig ist, dann soll er wirklich ein ganz cleverer Kollege sein. Jetzt momentan habe ich das Bodenkontrollzentrum, was mir immer über die Schulter schauen kann und dann sagt, Matthias, hier ist das falsche Kabel genommen, Vorsicht, hier schwimmt da gerade was weg. Und hier musst du vorsichtig sein bei dem Schritt. Es ist ganz wichtig, dass du dies und jenes halt richtig machst. Und in Zukunft, wenn wir Richtung Mars fliegen oder auf dem Mond, dann ist diese Verbindung zur Erde vielleicht zu lang oder zu komplex. Und dann wäre es natürlich toll, wenn wir mit Simon so einen Experten dabei haben, der wirklich alles weiß und mir immer genau sagen kann, was ich zu tun habe, also der mich unterstützt. Over. Also Friedrich, du hast eigentlich immer viele Ventilatoren laufen, weil in der Schwerelosigkeit durchmischt sich die Luft nicht von selbst. Und ich brauche ja mal frischen Sauerstoff und deswegen müssen immer irgendwelche Ventilatoren die Luft halt durchmischen, damit das halt alles regelmäßig hier ist und jeder überall frische Luft hat. Deswegen surrt und brummt überall. Wir haben auch viele Pumpen und Maschinen, weil es muss ja auch gekühlt oder gewärmt werden. Und dann müssen auch die Wärme von den verschiedenen Computern oder Experimenten wegtransportiert werden. Also es ist wie in einem Labor. Over. Eine Ausbildung dafür, das heißt, du musst studieren und dann musst du natürlich auch sehen, dass du an den Traum glaubst. Also du musst natürlich auch eine gute Gesundheit haben. Das kannst du leider nicht beeinflussen, außer halt Sport zu machen, dich gesund zu ernähren. Aber eine gute und es gibt nicht nur den Job, es gibt auch im Bereich sein, da kannst du Sachen entwickeln. Ich muss das machen, was die Ingenieure für mich entwickelt haben oder die Experimente, die die Wissenschaftler für mich ausgesucht haben. Wenn du Interesse hast, etwas kreativ zu gestalten, ist das vielleicht sogar der bessere Weg. Over.